Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Heute zeige ich euch mal, wie man bei Counter-Strike Source cheatet. So sieht das dann ungefähr aus. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das so aussieht. Und wenn ihr das jetzt haben wollt, dann seid ihr in diesem Tutorial genau richtig. Als erstes müsst ihr euch den Cheat mal downloaden. Hier den Link dazu schreibe ich auch dann in die Videobeschreibung. Wenn der mal abgelaufen sein sollte, schreibt mich bitte an, dann lade ich es neu hoch. Jetzt müsst ihr die 45 Sekunden mal kurz warten. Ich überspringe das mal kurz. So. Gut, dann klickt ihr auf Standard Download und Datei speichern. Speichert das jetzt mal auf dem Desktop. Die Werbung schließen. Öffnen. Entpacken. So, dann haben wir das hier. Klickt da drauf. Da klickt er auch drauf. Und jetzt klickt er auf das rote GBP-Exe. So, öffnet sich hier ein Fenster. Und jetzt könnt ihr schon Counter-Strike Source starten. So, das minimiert sich jetzt gleich. Dann öffnet sich hier so eine Internetseite. Die könnt ihr einfach wieder schließen. Dann ist hier... Jetzt öffnet ihr das einfach wieder. Und schon seid ihr drin. Gut, dann sind wir jetzt hier und suchen uns mal einen Server. Hier so einen Gun-Game-Server. Mal verbinden. So. Und dann seht ihr das mal, wie das so ist. Ja, ich habe jetzt hier auch Autoshot drin. Das kann man aber alles ausstellen und so. Hier das Menü. Aimbot, Autoshot und so kann man hier alles einstellen, wie man es haben will. Da kann man hier von ESP, also Wallhack, Sachen einstellen. Dann, ja, man kann auch Hände weg machen, Hände wieder dazu. Alles Mögliche und halt noch Autopistol, Speedhack und sowas. So, die Skins. Da mache ich euch auch mal einen Link dazu, wo ihr euch die Skins da runterladen könnt. Ich muss nicht mal was drücken, ich könnte jetzt auch so dastehen. So, noch Granate. Dann wollen wir Granate abwerfen. Oh. So, ist noch ein Messer. Oh. Nein, komm, schneller. So. Gut, so ist es. Das war mein Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich.